Bevor du dich hinlegst, Blacky, magst du jetzt noch kurz zu allen Hallo sagen? Hm? Nein? Okay. Wir haben jetzt gerade übrigens auch ein ganz komisches Wetter. Denn wie man hier auf den Blättern sehen kann, es hat jetzt gerade vor ein paar Sekunden noch ein bisschen geregnet. Und jetzt auf einmal tröpfelt es noch. Also ich habe gerade ein paar Tropfen gespürt, also es tröpfelt noch ein bisschen her, aber... Da oben versucht sich gerade ein bisschen die Sonne durchzutanken. Nur die hat, wenn man da nach hinten sieht, eh keine Chance. Weil vor allem von dort hinten her, da kommen schon die ganz dunklen Regenwolken. Deshalb, ich gehe mal davon aus, dass es jetzt dann gleich... ein bisschen intensiver regnen wird. Was aber halt eh absolut zu unserem Wetter derzeit passt, weil gestern war es in der Früh regnerisch, danach schön, heute war es in der Früh schön und jetzt wird es dann regnerisch. Wenn ich jetzt hier so richtig coole Sonnenstrahlen hinmachen könnte, obwohl das sieht eben mit der Sonne schon ziemlich cool aus, dann könnte man ja meinen, das wird gerade so erleuchtet, so. Also ihr seht schon, Leute, ich bin wieder verdammt guter Laune und damit sage ich auch jetzt endlich mal ein recht herzliches Hallo an alle und ich hoffe natürlich, dass es euch allen gut geht. Blacky, wie ihr vorher schon gesehen habt, der hat sich jetzt mittlerweile hingelegt und schläft. Und ich und meine Eltern können uns echt nicht beklagen. Uns geht's allen gut. Keine Ahnung, ob ihr es sehen könnt, aber die Tropfen nehmen wieder ein bisschen zu und das, obwohl es so schön hell jetzt gerade ist. Nur. Es ist halt das typische Aprilwetter, Mitte Juni. Schau mich bitte nicht so an. Könnt ihr es bitte lassen? Also jetzt mal ganz ehrlich. Hat irgendjemand ein Problem, dass ich das Monster hier trinke? Ich weiß zwar, dass ich gesagt habe, so vor einer Woche oder irgendwas, dass mir Monster irgendwie nicht so schmeckt. Aber... wir waren heute einkaufen und ich hatte irgendwie Lust drauf, wie ich es gesehen habe. Deshalb, ja, ich habe es mir einfach geholt und jetzt gönne ich es mir halt. Aber das hier ist mir ehrlich gesagt noch nicht kühl genug, deshalb ich stelle es jetzt wieder rein und lasse es kalt werden. Und nein, das Bier habe ich nicht getrunken. Und auch das nicht. Ich schwöre. Das mit der Sonne wird doch nichts mehr, denn ja, jetzt beginnt es wieder ein bisschen stärker zu regnen. Und das ist auch ein kleines Problemchen. Denn ich brauche diese Leiter da drüben. Es ist nämlich so, dass ich heute noch keinen... Und was ist denn jetzt mit den Vögeln los? Na, sagen wir mal, dass die durchdrehen heute oder was. Aber ich habe zu den Vögeln auch noch eine gute Geschichte, fällt mir gerade ein. Die werde ich euch dann danach aber erzählen. Nur jedenfalls, es ist so. Wir müssen jetzt diese Leiter holen. Denn ich habe heute noch keinen Sport gemacht. Der Franz, der war unglaublich faul heute und hat den ganzen Vormittag damit verbracht, ein Video zu drehen, ein Video zu schneiden, das Video hochzuladen, sodass es am heutigen Tag, für mich ist heute Freitag, hochkommt. Und deshalb hatte ich keine Zeit zu trainieren. Und deshalb nehmen wir jetzt diese Leiter und bauen jetzt unsere Ringe auf. Beziehungsweise wir hängen sie natürlich auf. Wie sollen wir die aufbauen? Können nur hängen. Nur jedenfalls jetzt, oh, nicht vorfallen, kommen wir ganz kurz zur Vogelstory und dafür muss ich hier oben auf der Leiter stehen, denn das Ganze ist mir hier oben auf der Leiter passiert. Nur ich habe jetzt dann ein kleines Problem, weil ich habe hier das für die Ringe in der Hand und die Kamera und ich kann da nichts tun. Egal, ich muss das jetzt runterlegen. Und jedenfalls bezüglich dem Vogel. Ich war gestern? Ja, gestern. Gestern war's. Gestern hier so auf der Leiter oben, hab gerade da so meine Ringe befestigt. Und auf einmal kam ein Vogel angeflogen, der sich hier hingesetzt hat. Hier so. Und der ist da einfach sitzen geblieben kurz. Und ich habe aber, muss ich sagen, ein bisschen hysterisch reagiert. Und gleich so geschrien so, ah, ah, ah. Und dann, ja... ist der Vogel gleich wieder weg, weil ich auch so mit der Hand, muss ich ehrlich gesagt habe, so versucht ihn wegzuwischen und ja, dann ist er da klarerweise nicht oben geblieben, aber es war eigentlich ziemlich cool und jetzt im Nachhinein habe ich mir gedacht, warum habe ich eigentlich so hysterisch reagiert? Der Vogel hat sich eigentlich nur gemütlich gemacht und war dann komplett still, also der hat weder mit den Flügeln noch mit sonst irgendwas geschlagen, aber ich war halt total so, wow, da ist ein Vogel und da ist ein Vogel und der muss weg und ja, es tut mir leid, Vogel, falls du das hier siehst. Ich hoffe, du nimmst meine Entschuldigung an. Ich muss euch ehrlich gesagt sagen, ich bin gerade ein bisschen zu faul fürs Trainieren. Und deshalb bin ich gerade so freundlich und trage hier so ein kleines Kisterl. Keine Ahnung, wie man da jetzt schnell genau sagt. Aber her, wo wir dann jetzt Erde reingeben, damit wir dann irgendwelche Pflanzen ansetzen können. Also wir setzen da jetzt in dem Kisterl keine Rosmarin an, sondern irgendwas anderes. Also keine Ahnung. Wir haben heute ein bisschen was eingekauft, so für ein
Garten, denn unser Hochbeet, wie man sehen kann, ist auch fertig und ich darf da nicht so viel filmen, weil sonst hat die Mama Angst, auf die Kamera zu kommen. Aber ihr könnt sehen, wir haben hier schon schön Erde reingetan, also so Blumenerde, und dann haben wir von der Biogasanlage hier noch ein bisschen was, damit das gut gedüngt ist hier. Und die Mama, kann man sehen, ich filme nur die Hände, arbeitet da gerade schön alles durch. Ich greife das Ganze nicht an, weil ich habe keine Handschuhe an. Falls sich halt irgendjemand gefragt hat, ob ich jemals das Airbike jetzt noch benutze. Wir sind noch immer nicht ganz beste Freunde, aber wir sind noch Freunde. Jetzt beginnt es gerade so richtig zu regnen. Also mal schauen, wie stark es noch wird. Aber das passt eh perfekt für unser Hochbeet. Und meine Mutter arbeitet noch immer drüben. Mama! Einigen! Sie will anscheinend heute ein bisschen nass werden, aber gut. Es ist ihr überlassen. Hauptsache, sie wird nicht krank. Und wir machen jetzt, wie ihr halt gesehen habt, Pistols. Und es sieht so aus, dass ich heute nicht so motiviert bin, wie ihr schon mitbekommen habt. Und deshalb machen wir heute keine Kniebeugen da hinten mit unseren Ständern, sondern ich mache halt Pistols, aber ich werde sie nicht nur mit eigenem Körpergewicht machen, sondern wir werden uns hier auch noch, ich würde sagen, die 5 Kilo dazu nehmen. Ich bin gerade ein bisschen nervös. Aber wird schon klappen. Tun halt ein bisschen Autofahren. Ich glaube, das geht easy. Ich habe zu viel Energie zum Quatschen. Ja, das ist zu easy. Wir nehmen dann doch die 10er. 15er wären, glaube ich, zu viel. Soll ich so probieren? Ich sag's euch, das ist schwer. Das ist richtig schwer. Gebt euch jetzt mal bitte diesen geilen Ausblick, meine Freunde. Also das sieht so wunderschön aus da hinten, wenn da so die Sonne drauf strahlt. Also ich kann euch halt echt nicht sagen, was es ist, aber dieses Smarties Joghurt, das hat es mir echt sowas von angetan. Also ihr wisst, ich predige das schon seit, ich glaube, seitdem ich YouTube mache, sage ich euch das, dass mir das so gut schmeckt, aber ich weiß auch nicht. Es ist einfach, warte gut, jedenfalls, es ist einfach diese schiere Kunst von Vanillejoghurt gemischt mit Smarties, die es einfach so unfassbar geil macht, dass ich einfach nur davon schwärmen kann. Und ich kann es auch einfach nur genießen. So gut. Vor allem jetzt nach dem Training. Ist das ein Traum.
Oh mein Gott. Wer auf die Idee gekommen ist, der ist genial. Ah. Einfach wunderbar. Der Kleine müsste jetzt endlich mal aufstehen. Denn jetzt wäre gerade so das richtig perfekte Wetter für ihn, denn... Ich meine, wie ihr sehen könnt, wie geil ist das bitte? Die Sonne kommt da richtig, richtig cool durch. Und die Stiege ist halt auch noch nass. Und das liebt er halt, denn dann kann er da ein bisschen Wasser trinken bei solchen Pfützen. Vor allem bei dieser hier hätte er seinen Spaß. Aber der steht ja nicht auf. Und ich merke gerade, es regnet noch immer ein bisschen. Was ist denn da los? Heute spielt wohl das ganze Wetter verrückt. Aber irgendwie ist es auch geil. Sieht das gerade nur für mich so geil aus mit dem Regen oder findet ihr das auch gerade so geil? Na, wer ist denn da endlich aufgestanden? Guten Morgen, Blacky. Und wir sind natürlich gleich auf die Suche gegangen nach Wasser. Obwohl wir jetzt anscheinend doch wieder umdrehen. Wo soll es hingehen? Ist klar, Blacky, du könntest da unten auf der Stiege dein geliebtes Regenwasser haben, aber du trinkst ja lieber hier raus das normale Wasser aus dem Wasserhahn. Aber solange es dir schmeckt und dich glücklich macht, ist es für mich auch okay. Mein Tag ist jetzt schon ziemlich, ziemlich lang. Und ich muss sagen, ich freue mich jetzt einfach drauf, den Abend noch gemütlich ausklingen zu lassen. Heute ist endlich wieder Premier League, das heißt Manchester United spielt und die spielen auch gerade und es ist gerade Halbzeit und sie sind 1-0 hinten, das heißt ich muss ihnen dann die Daumen drücken für die zweite Halbzeit. Deshalb, meine Freunde, beenden wir das Video jetzt für hier und heute an dieser Stelle. Ihr dürft natürlich bitte nicht wie immer vergessen, der Link zu den roten Nasen ist unten in der Beschreibung. Ihr wisst, ich sammle diesen Monat für die Spenden und ja. Wer etwas Gutes tun möchte und Menschen eine Freude bereiten möchte, der geht unten auf den Spendenlink und spendet ein bisschen was. Und jetzt, meine Freunde, würde ich sagen, werden wir wieder ernst. Und ich bedanke mich bei euch allen, wie immer, fürs Einschalten. Ich hoffe, der Vlog hat euch heute genauso viel Spaß gemacht wie mir. Und ich freue mich drauf, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Und bis dahin wünsche ich euch noch einen wunderbaren Morgen, Mittag oder Abend, beziehungsweise Tag natürlich, je nachdem, wie spät es bei euch ist. Und bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.